Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Ich bin der Schanden und wir spielen weiter Part 2. Und Problem ist beim letzten Mal, wir haben rausgekriegt, was wir nicht rausgekriegt haben, wie wir diesem blöden Adler helfen können. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Ich habe noch ein bisschen rumprobiert hier, aber ich verstehe es nicht. Deswegen, sie leuchtet zwar und ich kann auch mit ihr reden, aber sie gibt mir halt wirklich, was das angeht, nicht wirklich Tipps. Deswegen dachte ich, machen wir einfach die nächste Quest, bis wir irgendwie rausfinden, worum es denn da genau geht. So, Questbuch. Guck mal, Rettung in Sicht, kriege ich nicht hin. Weiß nicht, warum das so ist. Geht einfach nicht. Ist denn noch hier die letzte Hoffnung? Wenn ihr Sachen mit besiegen könnt, okay, das brauchen wir noch nicht machen. Bei der Erkundung der toten Weiden stoßt ihr auf eine besondere Skorpionhöhle vor, steht jemand. Machen wir die nächste Quest, das ist die hier. Die machen wir einfach. Quest verfolgen. Bam. Gut, betretet den Bau des Skorpionenbrut. Wie gesagt, ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie man es weitermachen soll. Deswegen schauen wir, wo wir da hinkommen. Gut. Keine Aufträge brauchen wir nicht. Dann lassen wir mal hinreisen. Gucken wir auf der Karte. Mit Jürgen der Toten Weiden. Da müssen wir hin. Das ist ja gar nicht so weit weg davon. Dann lass uns doch mal hier hinreißen. Gut. Ja, ihr wisst, dieser Adler, der da liegt und leicht, was soll man sagen, am Verrecken ist, sterben wird. Ich kann nichts machen. Ich habe mit allen Leuten in dieser Höhle, beziehungsweise unserem Stützpunkt da geredet, in der Homebase, aber keiner konnte mir weiterhelfen. Deswegen lassen wir erstmal stehen. Vielleicht ist sie auch verbuggt. Da passiert nichts mehr. Wir sind jetzt hier. Und machen das. Also gucken wir, hier sehen müssen wir da hinten hin. Lass mal gucken, ob wir hier unsere Gefährtin bekommen. Die auch Lust hat, uns zu reiten. Dieses Reittier immer noch wahnsinnig cool. Los geht's. Das ist mir recht. Im Moment. Also Lenken mit dem Gucken ist auch eine ziemlich coole Sache. Muss man einfach mal sagen. So, also wir sollen da hin. Huch. Wir haben genug Leben, brauchen die aufbilden. Lass mal direkt da hoch. Bau der Skorpion gut entdeckt. Du kannst wieder ein Mensch werden. Okay. Hier ist zumindest auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Beziehungsweise ein Reisepunkt. Da liegt noch einer und hat eigentlich nicht. Müssen wir auch mal gucken, ob wir die. Wir packen mal unsere Heiltränke wieder dahin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel überhaupt. Ja, guck mal. Doch, wir haben 6 Stück, das sollte erstmal reichen. Gut, dann lass uns doch mal da reingehen und sehen, was uns da drin erwartet. Also zumindest würde ich behaupten, erwarten uns hier drin Skorpione. Das ist Skorpione. Wir müssen da jetzt rein. Dieses Schwert. Subiras Schattenwandel. Im Handumdrehen kann Subira spezielle Steine Schattenwandeln. Wollte ich gleich mal durchlesen. Wie oft haben wir das schon im Ladescreen gehabt? So. Okay, hier geht's auch weiter. Grube der Verzweiflung. Das ist richtig gut. Hey! Ja. Super. Also, gibt's denn auch eine Ghetto-Faust, wenn ich so mache? Macht er nicht, okay. Wollen wir einfach reingehen? Geht auch mal auf, okay. Einsammeln, was geht. Und Pilze und was? Oh, tief genug für einen Sturz mit viel Zeit für Reue. Wir rutschen hier runter. Okay. Wo ist meine Axt hin? Ich kann gar nichts machen. Ach so, okay, deswegen. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße, wie groß ist der denn bitte sehr? Der ist. Und ich schleppen ihn da rein. Okay, also das Viech ist einfach mal gigantisch groß. Jagst du noch? Alter Schwede. Gut. Wiederbelebungstrank, okay, den nehmen wir mit. Das war mal eine Riesenspinne.
Diesen Skorpion. Krasses Ding. Krasses Ding. Würde ich so sagen. Geht's nicht weiter. Noch. Arsch. Okay. Wir müssen überlegen, wo wir längs müssen. Geht's hier weiter runter? Nö. Okay. Muss ich übersehen? Rumgucken, also ich. Ach, die hinten ist okay. Ja, ja. Nichts. Der ist Level 50 da unten. Ich bin vorbei. Vielleicht am Skorpion vorbei, okay. Diese Skorpione töten einen Mann schneller als eine Kobra. Vergebt mir, wenn ich nicht kämpfe. Okay. Das können wir auf jeden Fall nicht machen. Ohne mich wäre ich verloren. Können wir durch gleich. Glaube ich. Da muss ich durch. Und dann machen wir den Stein wieder zu, würde ich sagen. Komm rein hier. Gut. Da ist noch irgendwas drin. Okay, wir müssen wahrscheinlich doch da längs. Wir müssen den Skorpion hier reinlocken und zumachen. Guck mal, wir sind doch hier links. Einsammeln hier? Was einsammeln? Den Stachel habe ich schon mal gesehen. Ich hasse das Zeug, aber es wird wohl gehen. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Jetzt zu, jetzt dürfte das Skorpion nicht mehr hier reinkommen, ne? Ihr schafft es. Okay. Ich nicht. Na, das Skorpion ist vorbeigeschlichen, das ist schon mal gut. Ja. Sie laufen hin und her. Was, wenn ich sie in eine Falle locke? Jo, können sie ja nicht kommen, oder? Das mache ich. Dann ist eingesperrt. Und ignoriert mich nicht. Oh, warte. Nein, das wollte ich nicht. Falschen Knopf gedrückt. Wie weit hier runter, weil wir haben die beiden eingesperrt. Wenn du es jetzt nicht aufmachst. Die blöde Kuh, das machst du glaube ich nicht. Okay. Wieder so ein Viech. Gucken. Also wir haben einen Wiederbelebungstränke.
Also den können wir aber auch schaffen. Dann ist ja auch eine Truhe noch. Wie kriege ich denn die Truhe? Da muss ich hier runter. Also machen wir den zu. Los! Gebt an! Moment. Moment. Gehen wir nochmal hier hoch. Wenn wir hier oben sind, dann machen wir das Ding weg. Na los, beeindruckt mich. Natürlich. Lass mal hier reinkommen, wir rennen gleich oben rüber. Mal rein hier. Los. Okay, den können wir mitnehmen. Ich weiß, wir haben noch genug gehabt, aber... Da redet jemand. Das war höher, als ich erwartet hatte. Los. Freut mich. Ich bin Castor. Ihr hättet zu keinem besseren Zeitpunkt auftauchen können. Ich hätte mich vielleicht irgendwann selbst befreit, aber meinem Bruder Pollux kann ich nicht helfen. Was habt ihr getan, dass ihr hier gefangen wurdet? Ihr weist anderen ja schnell die Schuld zu. Mein Bruder und ich wurden in der Höhle überfallen. Ich zog mich zurück, um Hilfe zu holen. Und hier seid ihr. Ihr wartet von mir, in denselben Hinterhalt zu schlittern, um ihn zu retten? Ich denke, mit diesen Ködern seid ihr gut vorbereitet, um die Skorpione abzulenken. Wenn sie euch ausgehen sollten, in diesen Höhlen wimmelt es vor Kadavern. Bitte lasst meinen Bruder nicht zu einem von ihnen werden. Wer hat euch überfallen? Die Familie des riesigen Spinntiers, vor dem ihr mich gerettet habt. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Nun, lasst uns aufbrechen, um meinen Aber Bruder schon mit zu retten. Packen, ne? Ja, oder auch nicht. Ich wege ihn. Wie finde ich ihn? Welch Edelmut! Ich würde euch lobpreisen, aber dafür ist keine Zeit. Erst weiter den Pfad entlang. Ihr werdet diese Köder brauchen, um Skorpionfallen aufzustellen. Seid vorsichtig. Köder habt ihr mir schon gegeben? Er wird sauer auf mich sein, aber ignoriert ihn einfach. Bitte, beeilt euch! Ja? Okay. Den Link nach Pollux. Machen wir das mal. Ich brauche das nicht. Ja, aber du hast den gerade genommen. Ach, da geht's durch, okay. Das war's. Ah, hier. Ein Skorpion blockiert diesen Haken. Hier herunter zu gehen war eine tolle Idee. Okay, das sind die Köder, okay. Ja. Gut, die Köder. Wieder einmal, warte mal. Ich muss die einmal hinpacken, ne? Ja. Nee, das sind die nicht. So waren agiles Pulver. Fleisch. Wird das Gehirn und die tödliche, wie soll ich das jetzt? Habe ich ja gerade weggetan, ich stepp. Wo kann ich es wieder? Kann ich es wiederfinden irgendwo? Muss ja irgendwo sein. Also nochmal ins Inventar. Wo ist das wieder Gehirn? Hier ist kein Gehirn. Dattelfrucht. Ein Gehirn.
Warte mal. Das sehen wir schon mal. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo das Gehirn ist. Das jetzt hin? Ja, Schlüssel. Gut, also gehen habe ich jetzt irgendwie verloren, was natürlich total bescheuert ist. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich die Fähigkeitsbäume. Da haben wir dann 6 Punkte. Die werden wir auch schon einsetzen. Ich würde also eine Schlange. Nicht schlecht, aber hier gucken, was hier ist. Haben wir schon Schaden. Wir haben Schaden beim Treffen von Schwachpunkten. Ihr habt gewählt. Aber jetzt brauche ich trotzdem noch das beschissene Gehirn. Wo ist denn das hin? Also. Hier ist es auch. Letter hier, Trank der Inspiration. Oder sehe ich gerade irgendwas? Nee. Drin? Hier auch nicht. Und hier hätte ich das gedacht, aber das ist auch nicht drin. Ein neues Gehirn rausnehmen? Nee. Ich kann kein Gehirn werfen, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich richtig schlecht. Aber wenn ich es doch bei mir rein tue. Wie soll das denn funktionieren? Ich hab... Geht nicht. Ich krieg das nicht mehr da raus. Boah, ich bin hier nicht. Das ist ja nicht normal. Wollen wir noch ein Gehirn geben? Wenn wir mal... Ich habe mich nach einem Kampf gesehnt. Aber ich soll ihn gar nicht töten, denn... Aber da hinten hingehen, ne? Wenn wir das Ding aufmacht. Das müssen wir mal zurückgehen, glaube ich. Gehen wir kurz zurück. Dann gehen wir noch mal rein, aber... Jetzt. Also wir nehmen, okay. Ja, schlecht geworfen. Man wechselt immer mit Neues, okay. Dahin. Okay. Abgefahren. Gut. Ist nur direkt runter. Oben irgendwas. Jetzt mal runterrutschen. Okay. Ja, den man vielleicht nicht kaputt machen sollen, ich weiß nicht. Doch, die müssen ganz gut sein, ne? Das fallen, glaube ich, bei uns oben drauf. Das wäre auch gut. Okay. Das ist ein 14er Skorpion, das geht ja noch.
Heb das für später auf. Hier durch? Wir sind weitergekommen. Ei-Fütterungskammer. Aktiviert den Götteraltar. Oh Mist. Hier kann's nicht gut laufen. Probieren wir mal den Götteraltar. Was könnte die Skorpione aus diesen Hügeln locken? Außer meinem Fleisch. Ja, gucken wir mal. Stopp, verschiebt die Brücke, okay. War dumm von mir, ne? Noch ein wenig mehr Skorpion oder so? So, hier haben wir... Mal rüber schieben, okay. Kann ich nicht holen, weil, okay. Schieben, da muss auch was geschoben werden. Hier muss ein Stein hin. Das sollte man irgendwo holen. Und wir müssen noch einmal das Team hier teilt mitnehmen. Hab noch irgendwas gesehen. Da. Riesenteil. Kann man das hier rein tun? Nee. Okay, also wir müssen irgendwie was. Irgendwie hier durchkommen und das geht am besten mit der anderen Kraft. Okay, machen wir es mal. So. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Aber das werden wir schon rausfinden. Okay, ich möchte das Ding mal einsammeln. So, pass mal auf, machen wir den weg. Erstmal irgendwo hochkommen, glaube ich. Wo kann ich am besten da vielleicht hoch erstmal? Da. Hier? Von hier und ich kann den jetzt. Hackgold. Aber wenn wir hier drauf stehen, können wir uns einfach rüber schieben. Nee, halt einfach. Können wir uns einfach rüber schieben oder nicht? Was soll das Ding denn bringen hier? Wir haben es verstopft da, okay. Du kommst da automatisch rüber. Wie lange auf der anderen Seite der Kammer? Versuchen wir jetzt mal. So, mach mal hier so ein Ding ran. Hier muss eine... Okay, die müssen wir da irgendwie rüberbekommen. Aber wie? Warum? Und das sind die Eier? Okay. Also dann den Haken müssen wir da rüberbekommen. Kann ich jetzt aber nicht holen. Und der muss da unten ran. Irgendwas machen können, was...
denn da? Einsetzen. Dann kommen wir darüber auf jeden Fall. Wenn wir da drüben sind, wenn wir da hinkommen. Kann ich benutzen. Wenn wir die Haken darüber, ist die Frage. Müssen wir alle Löcher verstopfen? Wahrscheinlich, ne? Nein? Die haben verstopft, weil die uns vielleicht angreifen von da, oder wie sehe ich das? Stimmt. Ach so, doch immer. Gehen wir dahin. Das jetzt nicht verschwenden. Okay. Ja. Ah, ist das dumm. Okay. Etwas peinlich. Ja, das stimmt, aber wir müssen das nochmal machen. Einfach scheiße. Blöde. Gehen wir denn da? Ach so, ja. Frage, ob wir da berühren, sind nur eine Truhe. Ist da was Wichtiges drin für uns? Muss eigentlich komplett klar sein, oder? Eigentlich? So viel Aufwand verbunden, ne? Frage. Was? Oh. Ja, wegen Backsteine oder so eine Gruppe Backen, okay. Gut. Gut, gehen wir jetzt rüber. Was ist das Ding? Wenn wir da, aber das bringt uns gar nichts, ne? Was wollen wir denn da? Drüben bin, kann ich irgendwas machen hier? Schwingen kann ich auch nicht. Mal kurz gucken, ob da irgendwas ist. Jemand muss es natürlich. Kann da hoch, okay. Warum ist doch ein scheiß Viech, oder nicht? Geh weg.
Lassen wir da, jetzt können wir gleich da hochkommen. Müssen wir eigentlich nur ihn da oben verstopfen, ne? Was ist das trotzdem noch da? Muss ich catchen. Machen wir da drin. Müssen wir eigentlich noch? Warte mal, können wir da hochklettern? Da? Da? Und dann. Dazu? Oh, ich schaff es nicht. Natürlich. Die Frage, ob wir direkt da hochgehen oder einfach sagen, wir holen sie. Und lass uns die hintere Truhe nochmal holen, oder? Verkehrt. Weißt du nicht, was wir da oben sollen? Was wir jetzt gleich rausfinden? Zack! Ah, geh weg da, Kätzchen. Mitzekatze! Danke! Wir müssen hier durch. Gleicher Punkt. Da sind Dinger, wenn ich da rüber ziehe, landen wir auf jeden Fall drauf. Überwindet die Fallen und gelangt auf die andere Seite. Egal was passiert, wir werden auf jeden Fall. Auf jeden Fall aktiviert dadurch. Aber das ist doch eigentlich das Problem, oder? Das sieht ihr jetzt nicht. Warte mal. Das sieht ihr jetzt doch. Ich glaube, darüber gleich, ne? Natürlich hat er den nächsten Fall aktiviert. Ich muss so viel mit dieser Scheiße meinen. Ich muss einfach mal benutzen, was da was Cooles zu machen. Da können wir nicht längs, wir müssen also hier runter. Ach Mist. Okay. Links oder rechts? Das sieht aus wie die Hülle, wo wir nee. Das ist schon gut, das ist wirklich cool gewesen. Ja. Kann ich direkt mal gucken, was dieses Wunderding kann, denn wir unsere neuen Waffen haben wir noch keinen Stein bekommen, glaube ich. Hm, zack. Ausrüstung, Ausrüstung. Da. Ein Wasserrelikt. Stachel von Baku. Physischer Schaden. Feuerrelikt liegt natürlich auch geil, ne? Mal machen, können wir das machen? Hier ist was drin? Dann lassen wir das. Den Rest haben wir ja, das ist gut. Gut. Jetzt durch die andere Tür, würde ich sagen. Muss ja, das geht gar nicht. Komm, den ganzen Weg wieder zurück. Oder? Nee, wir haben verkehrt. Da unten, ne? Da gab es zwei Wege, ne?
Ja, wir sind gerade eben diesen Weg gegangen. Oder sind wir diesen Gang hier? Den will ich hier. Wie ist das? Wie vielen muss ich mich noch stellen? Oh. Okay, wir müssen irgendwie ihn darüber bekommen. Ja, noch ein ekliges Vieh. Habt ihr gefunden, worum ich gebeten habe? Ah, okay. Wie kann ich... Achso, warte. Das macht... Nein! Gestorben, aber sieht sicher aus. Seht mich an. Aber das ist aber nicht Spinne, aber ich kann das nicht auch. Doch, kann ich jetzt. Cool, cool, cool. Alles noch? Nein. Oh, ich muss jetzt über diesen scheiß Weg. Ich dachte, ich könnte irgendwann mal wieder mal da reinkommen. Okay, hier ist wieder irgendein... Hier ist ein Mittelaltar. Hier müssen wir die Gegner mitmachen. Geil, dass ich klinge. Tja, das wäre erledigt. Okay. Gut. Okay, aktivieren wir den Götteraltar einmal. Cool, 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 cool. Gut halten. Wollen wir das gleich wie gerade eben wahrscheinlich nochmal machen. Meine Hände nicht benutzen hier. Wo meine Hände hin? Meine Hände sind weg. Mal gucken. Ah, jetzt sind sie da. Okay. Die waren gerade weg. So, wir müssen ein paar Viecher töten, damit wir hier irgendwie... Wir müssen mehrere verstopfen. Aber ich sehe auch keine Gegner hier. Auch da hinten. Jetzt sind wir einige Leute, die verstopft werden müssen. Oh. Wie? Ja? Ne, der passt da nicht rein. Ja, ne, das ist ja egal. Da, der kommt da hin. Okay. Und den da nicht kriegen. Den haben wir reingetan. Drehen. Machen viel mehr. Und zwei, was man irgendwo hin tun kann. Stelle, wo das hinkommt. Das wundert mich jetzt aber. Tatsächlich, hier gibt es keine Stelle, wo es hinkommt. Okay, müssen wir mal gucken. Genau. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Tatsächlich, jetzt haben wir wieder so viel Zeit verplempert hier. Freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis dahin. Tschüss.